Hitlergruß von einem AfD-Politiker. Peter Bistron sitzt für die AfD im Bundestag und soll bei einer Veranstaltung einen Hitlergruß gezeigt haben. Der Deutsche Bundestag hat bereits ein Strafverfahren gegen Bistron genehmigt und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Auf das Zeigen eines Hitlergrußes stehen in Deutschland bei Verurteilung bis zu 3 Jahre Haft. Aber ist die Sache wirklich so offensichtlich? Bistron selbst bestreitet die Vorwürfe und zumindest aus dieser Perspektive ist ein Hitlergruß meiner Meinung nach nicht klar zu erkennen. Auch wenn Bistron den Arm ruckartig nach oben reißt. Ich persönlich finde diese Bewertung kritisch. Allerdings sind in Deutschland auch Gesten verboten, die einem Hitlergruß zum Verwechseln ähnlich sehen. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Seht ihr da einen